Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer. Neben mir ist der Jan und ich heiße Daniel. Und herzlich willkommen zu Never Alone. Wir sehen schon Schnee. Mal gucken, um was es geht. Vielleicht vorab noch ein paar kurze Infos, die Daniel euch mitteilen kann. Genau, also das Spiel ist fast ein Jahr alt. Ich überspringe mal kurz das Intro. Das Spiel ist am 18. November 2014 rausgekommen, als erstes für den PC, danach für den Mac, danach jeweils für die Konsolen, sprich Xbox 360, PS3, One und die PS4. Ja, in dem Intro ging es darum, dass plötzlich ein Sturm, so ein Schneesturm quasi aufwirbelte und das Mädchen sich fragt, wieso sowas passiert ist, beziehungsweise ob die Götter da irgendwie sauer sind. Jetzt macht sich das Mädchen auf den Weg und wir sehen schon, der Bär aus der Cola-Werbung folgt uns, weil wir wahrscheinlich seine Cola geklaut haben. Genau, und da hinten ist ein Geist. Sieht so aus wie ein Geisterfuchs. Ne? Also, was heißt das? Was heißt das? Ghostbusters rufen. Genau. Who you gonna call? Ghostbusters! Ja, Bolski. Ja, ich glaube, der Bär wird uns jetzt kommen. Sehen wir. Stups uns wahrscheinlich weg, aber wir werden in die Enge getrieben. Vielleicht kurz noch zu sagen, das Spiel wurde von Upper One Games entwickelt und von E-Line Media veröffentlicht. Das heißt, kein AAA-Game, obwohl es sehr viel Hype erfahren hat. Kronk hat es auch gemacht. In seinem Sergeant Rumpel auch. Genau. Man sieht schon, es bekommt Aufmerksamkeit. Wir sehen schon, wir können jetzt anscheinend zu dem Geisterfuchs, zu diesem Fuchs oder was das sein soll, wechseln. Genau, das Spiel kann man auch als Koop spielen, ist eigentlich auch so gedacht. Wir haben aber momentan keinen Controller zur Hand, deshalb switche ich mal kurz rüber auf den Fuchs. Und versucht den Bären irgendwie unter das Eis zu führen. Ich bin schon vorhin, als der Bär darauf gesprungen ist, ist es gebrochen und jetzt, wenn er nochmal rauf geht, bricht es komplett. Boah, das war knapp. Das war aber echt knapp. Aber wir sehen schon alles sehr nett gestaltet. Das Mädchen, so würdest du nicht auch sagen, so ein bisschen wie Zelda, so ein bisschen damals designt, so vom Gesicht her, nur so von der Art her, so wie auf dem DS Lite, das Hourglass, ja. Kann man sich auch mal angucken. Zelda, einer der besten Spielereien. Kann man jetzt sehen, vor allem die Jacke sieht ein bisschen aus wie bei Link, die Mütze. Und wir sehen schon alles sehr süß designt, die interagiert mit dem Fuchs, der Fuchs sehr süß und niedlich. Wir sehen schon, sehr gut gemacht, dass die Cutscene direkt ins Spiel übergeht. Das ist sehr schwer. Genau, und wie man auch sehen kann, das Spiel ist sehr schön animiert. Man merkt quasi fast nichts an, dass da irgendwie was ruckelt oder hackelt. Hackelt? Ich glaube, das Wort gibt es gar nicht. Ich meine, es gibt Menschen, die mit Nachnamen Hackel heißen. Also warum sollten die nicht hackeln, ne? Das war schon wieder ein Witz vom Feinsten. Der war Sarazaniho. Wir kriegen von denen aber auch kein Geld, dass wir ihre Namen erwähnen. Dafür sind wir zu klein. Naja, das könnte man ändern. Nein. Nochmal kurz zu den Schneestürmen, die ihr eben gesehen habt. Da unten war eine Grube, quasi als Schutz. Und das Mädchen muss ich mal auch mal bewegen. Ja, wie gesagt, Daniel hat gerade die Gruben erwähnt. Die wird es nicht immer geben. Da es ja nicht überall in der Antarktis Gruben gibt, wenn ein Schneesturm kommt, die kannst du ja auch nicht von der einen auf die andere Sekunde warten. Und hier sehen wir schon die andere Möglichkeit. Man kann sich mit Control gegen den Wind stemmen. Das heißt, man legt sich auf den Boden, macht sich flach und der Wind geht über einen weg. Genau, und am besten merkt man das, indem man das an dem Schnee sieht, wenn man keinen Ton hat, dass er sich irgendwie anders in die andere Richtung bewegt. Also plötzlich und dann kommt kurz danach halt diese heftige Schneeverwehung. Und wenn man Ton hat, hört man halt ein lautes Windrauschen. Genau, und ja, dann kann man halt merken, dass es quasi stürmisch wird. Genau. Und wir sehen schon, es ist tatsächlich kein normaler Fuchs, der erscheint mit Geistern oder Göttern. Ich sag ja Geist. Wo sind die Ghostbusters, wenn man die braucht? Obwohl in dem Fall wären sie wahrscheinlich nicht hilfreich, denn der Fuchs hilft uns ja wirklich und behindert uns nicht. Und wahrscheinlich, man hat auch gerade gesehen, wenn der Fuchs um Hilfe ruft, so Telepathie, als wenn man sich mit Telepathie verständigen würde.
klassische Jump-and-Run-Element mit Wand hochlaufen und abspringen. Ich mach das jetzt nochmal. So, das Mädchen muss jetzt auch nochmal drauf. Hilft er uns wahrscheinlich hoch? Oder muss genau, man hochspringen? Wir das Mädchen schafft. Das Mädchen schafft es, ja. Ist manchmal, die Steuerung ist mit Tastatur nicht schwer, aber auch nicht wirklich die beste. Das heißt, das könnte man noch verändern. Genau, also ist mit der Tastatur... Oh. Wir sehen einen Schneesturm und ich würde sagen, hier beenden wir das Ganze, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben schon gesehen, das Mädchen hat versucht es rauszufinden, aber auch nach Hause zu kommen, denn es ist sehr schwer. Und kurz vielleicht noch dazu zu sagen, das Spiel kostet 15 Euro. Genau, also das ist definitiv unsere Kaufempfehlung für das Spiel, denn das Spiel macht richtig viel Laune. Und wir haben es noch nicht ganz durchgespielt, aber wir haben echt Lust auf das Ende. Ich glaube, das werden wir gleich nochmal weitermachen. Und wir danken dem MediaDoc und auch, wie gesagt, fürs Zuschauen, dem MediaDoc für die Möglichkeit und der Aktion Inside Creative Gaming, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, Let's Play aufzunehmen und uns zeigen, wie es funktioniert. Die Tonqualität ist natürlich nicht die allerbeste, aber... Naja, woher soll das Geld kommen? Es muss halt gespendet werden. Aber wir haben ein gutes Headset, wir haben es so gut gemacht, wie wir konnten. Und vielleicht in der Videobeschreibung wird vielleicht noch Daniels Kanal verlinkt. Ich weiß es nicht, ich habe keinen. Wir haben uns gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und teilt das Video, wenn ihr wollt. Gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Vorschläge habt, wie wir es verbessern können, schreibt es in die Kommentare. Weil Daniel will wahrscheinlich immer besser werden. Richtig. Teil seine Möglichkeiten verbessern und. Genau. Ja. Dann sehen wir uns eventuell beim nächsten Mal und tschüss. Ciao.